Hallo Leute, der Sorero ist wieder da mit der nächsten Folge No Man's Sky. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du zuschaust. Ja, da im Hintergrund sind ja meine Unterwasserbasis. Und hier rennt irgendwas rum. Und wir werden uns heute natürlich wieder mit dem Thema Unterwasser beschäftigen. Ich habe so ein paar verschiedene Sachen, die ich machen möchte. Und ich glaube, das erste wird sein, dass wir diesem Dings aus der Tiefe da auf den Grund gehen, dem da hinten, und gucken, weil jemand hat mir geschrieben, dass man dieses Auge aufsammeln kann. Hätte ich auch fast erwartet, so wie das ja quasi wegfällt. Ich habe es nur nicht hinbekommen. Und wir werden das versuchen. Ja? So, genau, da. Grauen aus der Tiefe, oder wie das heißt. Genau, so. So, schauen wir mal. So, und jetzt. Jetzt hier hin schwimme. Da. Jetzt. Hypnotisches Auge. Okay, mein. Gut. Also man kann es aufsammeln. Das funktioniert. Okay. Haben wir das gemacht? Im Übrigen natürlich, wie immer, wenn es dir gefällt, freue ich mich gerne über ein Like, gerne auch einen Kommentar da lassen. Wenn du Tipps hast, Hinweise oder Fragen, so wie den, dass man es aufsammeln kann. Gucken gleich mal, was das ist. Ich will nur erst an Land gehen. Und ja, wenn du mich unterstützen willst, den Kanal unterstützen willst, lass mir gerne ein Abo da. Weitere Infos gibt es sonst auch noch in der Videobeschreibung. So, was ist denn das jetzt? Verkauf an Handelsterminal, herstellen, verbessern, handeln. Okay, also für irgendwas ist das offensichtlich, wird das benötigt. Was, wir packen das einfach mal rüber. Ich muss hier sowieso bei Gelegenheit mal aufräumen. Gerade Menge Zeug hier, das ich nicht unbedingt jetzt sofort brauche. Und von daher schmeißen wir hier erstmal Sachen rüber. Das rüber. So. Durchgucken, das sieht dann soweit erstmal ganz okay aus für hier. Und hier auch. Wahrscheinlich müssen wir uns dann die Hälfte wiederholen. Magnetisiertes Ferrit. Natriumchlorid. Ferritstaub behalten wir mal drin. Kupfer und Tritium behalten wir mal auf. So. Ja. Was ich als erstes machen will, ist... Nein, das erste nicht. Das stimmt ja nicht. Ist ja das zweite. Was ich als zweites machen will, ist zu gucken für mein Exo-Fahrzeug. Habe ich ja aktuell nur das Sonar. Und jetzt erstmal gucken, ob ich irgendwelche weiteren Sachen habe, die ich nutzen kann für das Exo-Fahrzeug. Plasmawerfer auch nicht. Ja. Vielleicht habe ich ja irgendwas schon, was ich nutzen kann. Dann brauche ich dann keine Sachen mehr kaufen. Wärmeschutz nicht. Achter-Upgrade. Okay, nee, das hört sich gar nicht so schlecht an. Aber habe ich nichts, was ich in den Humboldt-Antrieb... Das ist Frachter. Humboldt-Antrieb. Nicht Frachter. U-Boot. Das ist vielleicht sinnvoll für mich. Pulswerfer. Hier noch. Blitzwerfer. Multiwerkzeug. E. Hier. Inventarerweiterung könnten wir immer machen. So, mal erstmal hier Inventarerweiterung verzehren. Was auch immer. So, installieren. Installieren. Yep. Jetzt habe ich nochmal. Muss das halt alles aufladen mit Sauerstoff. Aber zumindest kann ich dann länger unter Wasser bleiben. Dieser blöde Wurm. Da. Ums. Gleich nochmal.
Roomfürst. Okay. Je, sehr gut. Entspann dich. So. Okay. So. Und was haben wir jetzt noch? Warte mal. Eine Sache haben wir, nämlich den Humboldt-Antrieb. Ich werde die anderen Sachen hier mal wegpacken. Die brauche ich ja nicht mit mir rumschleppen. So. Übertragen. Übertragen. Ich frage mich, dass die Erweiterung des Exo-Anzugslasers. Okay, das müssten wir mal machen. Das weg. Mal hier irgendwo noch einen? Nee. Das war's. Okay. So. Damit habe ich eine Sache, die ich für das Ding machen kann. Eine Sache ist natürlich jetzt noch nicht so sehr viel. Bin ich nah genug dran? Vielleicht muss ich noch einen zweiten Schnelltransporter machen. Das wäre sogar eine Idee, dass ich einen zweiten Schnelltransporter mache, von da oben direkt hier hin. Oder? Ich habe nur jetzt wahrscheinlich nicht das Zeug dafür. Bei Kurzstreckenteleporter. Chromatisches Metall brauche ich und Gold. Dass ich von hier direkt nach oben nochmal einen Schnelltransporter mache, weil ich aktuell ja doch relativ häufig eigentlich hier unten bin. Jetzt müsste ich aber auch nah genug sein. Installieren. So. Und dann können wir das. So, das müssen wir in den Links hier rein. So. Und damit müsste Spitzengeschwindigkeit plus 11, Beschleunigung plus 29, Treibstoffverbrauch minus 6. Minus 16. Das ist super. So. Dann machen wir jetzt erstmal. Das ist ja von unten nach oben. Gucken wir mal, dass wir das machen. Und den. Da lang. Braucht Gold und chromatisches Metall. Richtig. Gold haben wir auf jeden Fall. Und dann habe ich Kupfer, das könnte ich mir umwandeln. So, wir brauchen sowieso zwei. Heißt, hier eine herstellen ist auf jeden Fall nötig. Und ich muss hier mal dann tatsächlich auch eine Raffinerie bauen, dass ich hier irgendwie Sachen verarbeiten kann. Warten wir einfach, dass wir alles verarbeiten oder so viel wie er kann. Dann nehmen wir den aber, glaube ich, hier aus der Mitte raus. Gucken mal. Bewegen. Ich will dich doch gar nicht bauen, ich will dich bewegen. So. Wenn ich. Wo ist denn der Eingang? Hier ist der Eingang. So. Achso. So, funktionierst du jetzt immer noch? Achso. Muss erst aus dem Baumodus raus, glaube ich. Du bist definitiv zu weit in der Wand drin. Das geht nicht. Halt hier. Ich wollte erstmal das chromatische Metall holen. So. Nochmal. Das Ding. Okay, der verliert dann also die Verbindung. So, und dann machen wir hier einen zweiten Kurzstreckenteleporter. Nee. So lang. Ein bisschen in die Wand reinstecken, das ist mir egal. Und der geht dann zum U-Boot. So, jetzt müssen wir mal gucken.
Weil bei dem war es ja auch so, dass ich eigentlich immer, wenn ich reinkomme, zur falschen Seite gucke. Was total nervig ist. Ja. Das heißt, ich hoffe, dass wenn ich den jetzt drehe, dann einfach funktioniert, dann einfach zur anderen Seite gucke. So. Jetzt das Teleporterkabel. War sowieso so eine blöde Sache. Funktioniert mal mehr wenig oder mal weniger gut irgendwie. Gefühlt. Stromkabel. Nicht gegen das Stromkabel im Wasser kommen oder so ähnlich. Und dann Jump. So, jetzt gucken wir mal. Ja, so stehe ich richtig. Super. Das ist sehr gut, weil das war echt nervig, weil du immer irgendwie... Ist das lustig? Schräg? Ah ne, so lang. Ich sah gerade so aus, als ob es hier schräg hochgeht. Wäre komisch gewesen. Es ist halt blöder, wenn du immer zur falschen Seite schaust und eigentlich immer rauslaufen würdest wieder. So, mal hier einmal runter. Und dann bauen wir hier noch einen hin. Und zwar... Streckenteleporter. So. Gucken wir mal, was ist das? Oh, das passt da hinten ran. Das ist schon okay. Und die Verkabelung machen. Teleporterkabel, so. Und dann müssen wir einmal hoch. Und man darf nicht den Teleporter nutzen. Und dann habe ich die Möglichkeit, schneller auch zu meinem U-Boot zu kommen. Das ist sehr gut. So, und dann müssen wir auf jeden Fall noch gucken, dass wir für das U-Boot noch weitere Sachen finden, weil so. Oh. Ist zu weit. Zu nah am Raumschiff. Zu nah am Raumschiff? Okay. Zu nah am Raumschiff bedeutet. Was hat das Raumschiff damit zu tun? Nicht. Aber na gut. So. Und am Raumschiff. Geht nicht. Da muss ich mir was überlegen. Okay, das heißt, ich könnte von da was machen, direkt darunter. Vielleicht geht das. Ich gehe das nicht, weil... Nah am Raumschiff ist komisch. Der andere geht doch auch. Oder das Kabel geht dann zu nah am Raumschiff lang. So. So, löschen. So, kriegen wir das Zeug wieder. Wenn wir hier reingehen. So, dann haben wir hier. Und jetzt könnte man von hier was machen, um da runter zu kommen. Dann baue ich es hier hin und hoffe, dass das hier funktioniert. Hier aus. So. Ich darf nur nicht den Teleporter nutzen. Das funktioniert nämlich nicht. Also zumindest, was ich gesehen habe, das funktioniert da nicht. Mal raus. Immer unten wieder. Muss gar nicht rein. Yep. So. Und dann bin ich etwas schneller beim Raumschiff und muss nicht erst hier runterlaufen. Das ist das Ding hier. Jump. Da geht's raus. Da geht's rein. Hier hingehen wir. Bin ich unten. Und es sieht sogar richtig aus.
Und wenn ich da hingehe, bin ich mich hoch. Super. Na, das passt doch. Schupp. Und oben. Und, Nein. Wenn man diese dämliche Leiter. So. Und dann ist natürlich der Punkt der. Ich will ja noch ein bisschen weiter bauen. Also hier muss noch irgendwas ran. Hier muss noch irgendwas ran. Hier muss noch. Nee, hier muss nichts mehr ran. So. Und an sich könnte ich mir vorstellen, dass man hier diese Aussichtskugel baut, wo ich jetzt nicht genug Zeug habe dafür. Magnetisiertes Ferrit und Glas und hier noch irgendwelche Räumlichkeiten. Willst du nicht daran? Nö. So, was auf jeden Fall noch irgendwo hin muss, ist ein Speicherpunkt. Habe ich aktuell noch nicht. Das heißt, ich kann aktuell noch nicht speichern. Ich würde mal sagen, sowas kann man hier machen. Speichersignal. Metallplatten. Metallplatten. Zwei Metallplatten kriegen wir doch hin, oder? Yep. So, Speicherpunkt. So. Weil ab und zu muss man das Spiel mal speichern. So, und dann ist die Frage, baue ich hier noch irgendwas hin? Passt ja alles keinen Sinn. Omega Glastunnel. Vielleicht unter Wasser auch nicht so viel. Aber auch die Raffinerie auf jeden Fall. Wobei die sollte ich eher einen eigenen Raum bauen, oder? Pflanzen hier anbauen wäre vielleicht auch von der Idee her gar nicht schlecht. Das macht Sinn. Markenterminal. Anderen Terminus. Also Terminal des galaktischen Markts macht auf jeden Fall Sinn. Und vielleicht die beiden könnte man noch überlegen. Ja, also da muss ich noch ein bisschen überlegen. Vor allem. Muss ich irgendwo was machen, wo ich die Raffinerien hinstellen kann und wo es mich nicht stört, ich zu sein. Weil hier wäre blöde, hier mit reinstelle, dann rennst du da immer lang. Außer vielleicht die kleine tatsächlich. Tragbare. Raffinerie, kann ich die bauen? Eine Metallplatte. Oder zumindest ein bisschen was hier herstellen können. So. Gut. Okay, haben wir auf jeden Fall erstmal einiges gemacht. Ich guck mal gerade. Wir sind bei nicht ganz 20 Minuten. Aber der Punkt ist der, alles Weitere muss ich erstmal gucken. Ich will ja mein U-Boot noch aufrüsten. Da muss ich aber erstmal gucken, ja, wo ich da irgendwelche Baupläne für herkriege, weil ich habe keine. Ich habe keine weiteren. Das heißt, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde mal auf die Raumstation gucken. Eventuell muss ich in diese andere Raumstation. Da weiß ich noch nicht genau. Wir schauen mal. Bis dann, Leute.